Mathematikdigital.de. Dahinter steckt die Frage, wie kann man schnell und einfach geeignete Materialien im Internet finden und diese zu einer sinnvollen Unterrichtseinheit verbinden? Es gab dazu zwei Ideen. Hinter dem orangen Feld verbirgt sich eine Linkdatenbank, sortiert nach Lehrplanthemen. Klickt man auf das grüne Feld, öffnet sich ein Wiki. Mit dem Wiki werden Unterrichtsideen umgesetzt und sogenannte Wiki-Lernpfade entwickelt. Die ersten Ideen wurden vor 13 Jahren bei einer Lehrerfortbildung an der Uni Würzburg geboren. Wir nannten uns Pentagrammgruppe, daher auch das Logo mit dem Pentagrammstern in der Mitte. Wir entschieden uns für MediaWiki als Plattform, da damit das gemeinsame Erstellen neuer Lernpfade erleichtert wird. Technisch betreut wird das Wiki von der ZUM, also auf zum.de. Auf Wunsch der Projektgruppe hat die ZUM immer wieder neue technische Möglichkeiten im Wiki eingebaut. Das Wiki wurde multimedial und interaktiv. Der wichtigste Motor im Hintergrund ist bis heute Karl Kirst. Er wohnt in NRW, daher ist auf der Karte auch dort das ZUM-Logo zu sehen. Schnell entstand ein Netzwerk, in dem wir zusammen mit den Hochschulen Würzburg, Wien, Koblenz-Landau und Seminarlehrern aus NRW kooperierten. Gemeinsam wurden Lernpfade getestet, in der Praxis getestet und evaluiert. Im Wiki erstellt und evaluiert. Workshops und Veröffentlichungen trugen dazu bei, dass sich die Idee der Wiki-Lernpfade weiter verbreitete. Was ist ein Lernpfad? Wie der Unterricht auch, hat ein Lernpfad eine didaktisch sinnvolle Abfolge. Mit einem Lernpfad hat der Lehrer aus der Fülle der digitalen Werkzeuge eine Auswahl getroffen, um damit den Lernprozess zu organisieren. Ein Lernpfad ist also nichts anderes als ein Kapitel in einem M-Book. Ein Lernpfad kann kurz sein, ein 15-Minuten-Häppchen. Der Schüler kann sich aber auch durch ein Mehrgänge-Menü durcharbeiten und in mehreren Stunden selbstständig neue Inhalte erarbeiten. Möglichkeiten zur Selbstkontrolle sind da sehr wichtig. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass der Schüler in seinem eigenen Tempo arbeiten kann und dadurch auch Verantwortung für sein Lernen übernimmt. Was hat uns besonders am Wiki begeistert? Es ist technisch leicht, einfach Copy and Paste. Das gilt auch für das Quiz, wie man rechts am Beispiel der Lückentextübung erkennen kann. Vorlage kopieren, Quellcode anpassen, ergibt eine neue Übung. Begeistert haben uns diese R-Quizze wie Memories, Multiple Choice, Zuordnungsübungen oder Kreuzworträtsel. Sie stammen von Felix Riesterer und wurden so angepasst, dass sie in MediaWiki ganz niederschwellig eingebaut werden können. Für uns sind diese Quizze so etwas wie H5P Light. Sie können auch von Grundschülern erstellt werden. Ein Wiki-Lernpfad kann daher leicht an die eigene, konkrete Unterrichtssituation angepasst werden. Das ist ein Grundbedürfnis jedes Lehrers, wenn er Unterricht gestaltet. Ein Wiki ist wie eine offene Klassenzimmertür. Ich kann mich von dieser Offenheit inspirieren lassen und kann meine Ideen mit anderen teilen. Kein Einloggen ist nötig. Ein Wiki gibt uns die Möglichkeit, mit Schülern und Lehrern über die Plattform zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu erstellen, zu verändern und zu evaluieren. Welche Bausteine machen die Lernpfade attraktiv? Ich habe einige aufgeführt. Das MediaWiki hat sich als besonders flexibel und anpassbar erwiesen. Alle neuen interaktiven Tools lassen sich im MediaWiki mit iFrame einbinden. Learning Apps, GeoGebra und auch das neue H5P. Man muss nicht die Plattform wechseln. Der nächste Ausschnitt zeigt ein Häppchen aus einem Lernpfad. Die Schüler bearbeiten eine Learning App, sollen eine Begründung für die Lösung formulieren und können sich eine Hilfe oder die Lösung anzeigen lassen. Hier ist die Klassenzimmertür weit offen. Ich könnte das Applet morgen in meinem Unterricht verwenden mit verändertem Arbeitsauftrag, weil dieser besser zu meiner Stunde passt. Nur mit Copy and Paste. Die offene Tür zeigt mir aber auch, wie man geschickt und didaktisch sinnvoll die Lehrplankompetenz Begründen einüben kann. Dieses Häppchen stammt aus einer aktuellen Promotion an der Uni Münster. Das Konzept der Wiki-Lernpfade ist nicht nur für den Mathematikunterricht interessant. Auch in anderen Fächern wurde diese Idee aufgegriffen und umgesetzt, so zum Beispiel als Lesepfade in Deutsch. Es arbeiten Lehrer mit Schülern, Studenten in Seminaren, Referendare erstellen Abschlussarbeiten, auch Grundschüler arbeiten mit Wikis. An der Uni Siegen hat vor 5 Tagen Nadine Anskeit ihre Promotion abgeschlossen mit Schreibarrangements in der Primarstufe. Wenn verschiedene Lehrer einen Wiki-Lernpfad im Unterricht einsetzen, Fehler beseitigen, Daten aktualisieren oder neue Beispiele einfügen, kann dies zu einer Verbesserung führen. Frei nach Winston Churchill, verbessern heißt verändern, perfekt sein heißt demnach, sich oft verändert zu haben.